Die vierte Folge von Obi-Wan Kenobi ist jetzt dann auch da und somit ist die Serie schon zur Hälfte zu Ende. Es ging wirklich viel schneller als gedacht. Und da wir jetzt wirklich schon am Ende der ganzen Serie angekommen sind, sollten jetzt eigentlich nur noch Banger kommen. Und die letzte Folge hat ja die ganze Geschichte schon mal ordentlich aufgewirbelt. Nun, spezielle Erwartungen habe ich zu dieser Folge nicht, aber ich würde mich echt freuen, wenn man ein paar Flashbacks bekommen würde. Speziell die letzten Tage musste ich darüber nachdenken, wie es wäre, in Live-Action ein paar Flashbacks zwischen Obi-Wan und Anakin zu bekommen, während der Clone Wars, was einfach so geil wäre, die beiden auch in ihrer jeweiligen Rüstung mal sehen zu können. Aber ja, mal schauen, was uns die Folge bietet. Let's go. Oh. Oh, da ist er, Digga. Da ist er, Digga. Ja, ich glaube, ihr habt es schon größtenteils an der Länge der Reaktion mitbekommen, die echt kaum lange ging. Denn, um es kurz zu fassen, die heutige Folge von Obi-Wan war tatsächlich richtig mit und ich hatte echt viel zu hohe Erwartungen, was das Ganze angeht. Ja, und ich bin gerade selbst verblüfft, wie die ganze Folge abgelaufen ist, denn, wie alle Folgen zuvor ist natürlich keine Folge schlecht, aber leider auch nichts Besonderes. Denn bis dato konnte nur wirklich eine Folge von Obi-Wan scheinen und das war diese Folge, in der man wirklich uns diese Prämisse der ganzen Serie geliefert hat, die bis jetzt immer noch zu schwach in der Serie drin ist. Sodass ich langsam echt richtig Sorgen bekomme, wie die Zukunft der Serie aussieht, vor allem da wir nur noch 2 Episoden haben. Klar, pro Episode kann man sagen, dass jede ungefähr eine Stunde geht und dass wir jetzt wenigstens die volle Ladung bekommen. Aber mit der Erfahrung der letzten Folgen, vor allem auch wie lang jetzt zum Beispiel auch diese ging, was ja wirklich gerade die kürzeste Folge aller Zeiten war, wachsen wirklich die Zweifel gerade. Und ich kann absolut verstehen, wenn viele Fans da draußen sich gerade mega viele Sorgen um diese Serie machen. Wenn ihr meine Reviews die letzten 3 Wochen mitverfolgt habt, dann sollte euch auch gefallen sein, dass ich mega forgiving mit der ganzen Serie war und echt mir immer noch gedacht habe, ey yo, es wird bergauf gehen und größtenteils wirklich nur das Gute mitgenommen habe. Aber jetzt, ich komme langsam auch an mein Limit, muss ich sagen. Die erste Folge war zwar mega ruhig gestaltet, mit denen zwar viele Probleme hatten, was ich aber immer noch passend für den Charakter fand. Noch dazu kam das komische Schauspiel in der Folge. Die zweite Folge war dann wirklich die Definition von mit, wenn man das so sagen kann. Und wirklich einfach der absolute Durchschnitt für mich. Die dritte Folge war dann endlich mal ein Highlight in der ganzen Serie. Und jetzt stoßen wir bei der vierten Folge an, was uns wieder den absoluten Durchschnitt gibt. Und was wahrscheinlich auch Teil des ganzen Problems ist mit dieser Serie, weil man die ganze Zeit uns etwas abliefern möchte, was nicht wirklich schlecht ist, aber auch nicht wirklich gut. Und man fast schon zu sicher mit der Serie fährt. Und wenn Lucasfilm und Disney weiter so machen sollten und uns auf diesen Standard weiterhin Episoden von Star Wars Serien liefert, sehe ich hier absolut gar keine gute Zukunft. Weshalb Obi-Wan aber auch wirklich so dermaßen durchschnittlich wirkt, mag wohl auch einfach an dem Ruf der ganzen Serie liegen. Denn die 2 größten Fan-Favorites in Star Wars of all time kehren wieder zurück. Und natürlich möchte man da nicht etwas falsch machen. Und mit dieser Angst, etwas falsch zu machen, ruiniert man für mich gerade basically die Serie. Jedenfalls kommt es für mich so vor. Nehmen wir als Beispiel Mandalorian. Mandalorian ist für mich das Beste, was Star Wars jemals vollbracht hat. Was für ein paar Menschen da draußen zwar auch kontrovers sein sollte, aber für mich ist das eben so. Meiner Meinung nach liegt das auch größtenteils daran, dass man eben Risiken eingegangen ist, uns auch komplett neue Charaktere geliefert hat, mit denen man viel herumspielen kann und sich einfach nicht davor geschämt hat, neue Sachen auszuprobieren. Weshalb ich nicht verstehe, wieso man nicht von einer Erfolgsgeschichte wie Mandalorian lernt und das Star Wars Universum genau so fortsetzt. Das Konzept, das Obi-Wan Kenobi innebehält, ist einfach so fantastisch, mit dem man so viel Potenzial hätte, uns das zu geben, auf was wir jahrelang gewartet haben. Aber leider sieht man nichts davon. Wenn schon, haben wir in der ganzen Serie bis dato maximal 10 Minuten davon bekommen, was wir wirklich sehen möchten. Und jetzt mit der neuesten Folge fühlt sich so an, als würde man das Ganze die ganze Zeit so weit ziehen, was absolut unnötig ist. Denn man könnte vielleicht meinen, okay, dies ist eine Serie gemacht für das Fernsehen, weshalb es natürlich besser ist, das Ganze länger zu ziehen, damit man die Zuschauer auch länger auf dem Streamingdienst oder vor dem Fernseher behält. Aber Disney verfolgt ein aktives Konzept mit den ganzen Serien und sie sind wirklich nur 6 Episoden lang, was für eine Serie mega kurz ist. Weshalb ich nicht verstehe, weshalb man uns das Gefühl geben muss, dass man etwas überhaupt streckt und uns nicht einfach straight den Content liefert, den man auch wirklich sehen möchte. Speziell auch in dieser Folge waren die Inquisitoren ein Ding, die mir
gar nicht gefallen haben. Zu einem haben wir die ganzen Verhörungsszenen zusammen mit Reva und Leia, die größtenteils sogar etwas cringy wirken und meines Erachtens nach einfach fehl am Platz sind. Die restlichen Inquisitoren regen sich die ganze Zeit über das Verhalten von Reva auf und tun auch nicht wirklich etwas dagegen. Allgemein, die Inquisitoren treten einfach nur in der Serie auf, um sich gegenseitig abzufacken und sonst passiert nichts mit ihnen. Wir kriegen nicht mal einen Kampf geliefert, eine stärkere Auseinandersetzung, Konsequenzen, sich in denen nichts passiert. Das gleiche kann man auch zu Vader sagen in dieser Episode. Auch wenn ich ihn in letzter Episode absolut geliebt habe, das war ein Peak Vader, wie wir ihn dort gesehen haben. In dieser Episode wirkte Vader auch ein bisschen lächerlich auf mich. Denn wie er Reva dort verschont hat, es wirkt nicht authentisch Vader-mäßig. Denn auch wenn Reva zwar etwas Gutes getan hat, so wie Vader voller Wut eingestürmt ist, hätte ich erwartet, dass man irgendeine kleine Konsequenz wenigstens an Reva spürt. Sei es jetzt ein Körperteil, was sie abgehackt wird, oder dass sie größere Qualen erleidet. Die Folge speziell gibt einen auch nicht wirklich viel, was man auch genauer erläutern sollte. Was nochmals klarstellt, wie unbedeutend sich die Folge angefühlt hat, als auch ihr euch dann auch denken könnt, dass die Analyse zu der Folge relativ kurz gehalten wird. Ich hoffe wirklich, dass Obi-Wan Kenobi uns das letzte Mal dieses Gefühl mit der Folge vermittelt. Denn mit dem, was man uns in den ersten 4 Folgen geliefert hat, müssen die 2 Folgen bombastisch werden. Wenn nicht, dann hat man wirklich auf der Seite von Disney reingeschissen oder man möchte es wirklich absolut lange ziehen, um nochmals eine 2. Staffel Obi-Wan Kenobi rauszuhauen, die dann hoffentlich besser wird. Eine Sache, die mich auch wirklich sehr gestört hat, war zum Beispiel auch die Lichtschwert-Action zusammen mit Obi-Wan Kenobi. Klar, man hat wirklich auf diesen Punkt gewartet, wo er wieder aktiv sein Lichtschwert benutzt, aber hier wirkte es auch irgendwie ziemlich lächerlich, was er hier diesen 2 Stormtroopern angetan hat und die paar Schüsse, die er reflektiert hat. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob das wirklich einfach nur eine Kampftechnik war, aber in einer Szene, wo er den ersten Stormtrooper erledigt, sieht es auch so aus, als würde das Lichtschwert von dem Stormtrooper abprallen, was wiederum, ich muss glaube nicht wirklich erklären, wieso mich so etwas stört. Ein Lichtschwert sollte nicht an einem Stormtrooper abprallen, es sei denn, er ist vielleicht mit Beskar bestückt. Es ist gerade echt schade zu sehen mit der Folge, in was für eine Richtung die ganze Serie geht, weshalb es echt schwer ist, die Hoffnung aufrechtzuerhalten nach dieser Folge, dass die Serie nochmal als wirklich richtig gut wird in den letzten 2. Denn im Endeffekt will ich nur eines und ich will Obi-Wan und Hayden Christensen als Anakin Skywalker oder besser gesagt Darth Vader sehen. Sei es in Flashbacks, sei es in kleinen Story-Abschnitten, wo sie sich selbst nochmals mit ihrer Vergangenheit beschäftigen oder sich gegenseitig hinterhergehen. Und ich bin mir sicher, das war es auch, was die meisten Fans erwartet haben, beziehungsweise was die meisten Fans wirklich sehen wollen. Anstatt sich mit den ganzen Drumherum wirklich zu beschäftigen. Klar, ich möchte die Folge natürlich nicht komplett haten, weil ich natürlich nur die Sachen erwähnt habe, die mir eben nicht gefallen haben. Denn die Folge ist halt mit. Sie ist Durchschnitt. Das heißt, sie ist nicht komplett Trash. Es gibt natürlich Dinge, die einem gefallen, wie in jeder Episode von Obi-Wan Kenobi. Hierbei ist es zum Beispiel diese schöne Parallele, die wir nochmals hatten, zwischen Darth Vader und Obi-Wan, wie er das Wasser zurückgehalten hatte. Allgemein, als jemand, der Jedi Fallen Order gespielt hat, diese ganze Festung nochmals zu sehen und so weiter und so fort. Der Punkt aber hierbei ist eben, dass das Schlechte oder das, was einem stört, die guten Sachen einfach überwiegt. Weshalb es mit der Zeit einem eben wirklich schwerfällt, das zu appreciaten, was eigentlich noch in der Folge oder in der Serie auftritt. Womit ich den ganzen Wort auch klipp und klar eine komplett durchschnittliche Wertung geben muss, was wohl eine 5 von 10 ist. Gerade gegen Ende ist es echt enttäuschend, solch eine Folge zu bekommen. Aber das soll es von meiner Review gewesen sein, von Obi-Wan Kenobi Folge 4. Ah, was eine ereignisreiche Folge, sag ich mal. Wir hören uns morgen wieder, Friendos, zu der Analyse der ganzen Folge. Bis dahin könnt ihr euch ja eine Analyse zu einer besseren Folge anschauen oder eine Review zu einer besseren Folge, was die Folge 3 wäre, die ihr jetzt auch hier in der Endcard finden könnt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ich würde mal sagen, möge die Macht mit euch sein.